Grüne Wände aus Zimmerpflanzen werden immer beliebter. Heute besuchen wir ein Forschungsprojekt in einem Wiener Gymnasium. Herzlich willkommen hier im Gymnasium Kandelgasse. Mein Name ist Azra Korjanic, bin Professorin an der Technischen Universität Wien und leite mehrere Begründungsprojekte, so wie dieses hier, Grün Plus Schule, wo wir verschiedene Untersuchungen machen, wie wirkt sich die Begrünung auf das Raumklima, Behaglichkeit im Raum, auf das hygrothermische Verhalten der Konstruktion und so weiter. Hier sehen wir eine unserer grünen Wände im Biologieraum, im Gymnasium und auch unsere Sensoren, die überall runterhängen. Also wir machen verschiedenste Messungen, Temperatur im Raum, relative Feuchte, CO2-Konzentration, Staubkonzentration, Schimmelsporenmessungen. Wir messen auch genau Wasser- und Stromverbrauch dieser Wände, weil die Innenraumbegrünung braucht extra Beleuchtung. Unsere Ergebnisse fallen sehr positiv aus. Man sieht deutlich, dass die Behaglichkeit viel besser ist, weil wir in der Schule grundsätzlich nicht so tolles Raumklima haben. Also manchmal ist die Luft zu trocken, dann wieder zu feucht. Auch Schallschutzmessungen machen wir. Da haben wir auch sehr gute Ergebnisse bis jetzt. Staub wird niedriger, weil die Pflanzen Staub binden. CO2-Konzentration wird niedriger. Grundsätzlich das Raumklima wird viel besser mit so einer grünen Wand. Wie so eine grüne Wand gebaut wird, wie schaut die Konstruktion selber aus, wird uns Sascha Haas erklären, weil er hat die Konstruktion entwickelt und baut diese Wände hier. Und wie man die Pflanzen richtig einsetzt und so weiter, schauen wir in unserem zweiten Projekt Grüne Zukunftsschule im Schumayerplatz-Gymnasium gleich an. Hier haben wir auch so eine grüne Wand, die gerade fertiggestellt wird von Kindern dieser Schule. Und auf uns wartet auch Sascha Haas, Konstrukteur dieser Wand. Hallo Sascha. Du erzählst ganz kurz über den Wandaufbau und so weiter. Sehr gerne. Bitte. Also danke, dass wir gemeinsam schon die dritte Schule bzw. den dritten Biologiesaal begrünen dürfen. Das ist ganz toll, nämlich hier haben alle Kinder was davon, weil jeder kommt irgendwann einmal in den Biologiesaal. Ich darf ganz kurz unser System erklären. Das System Grünwand, das besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten, nämlich einem Metallteil. Wir sind Schlosser, das heißt, das ist eigentlich unser Ursprungsgewerk. Innerhalb des Metalltroges gibt es ein Vlies als Trägersystem und ein Substrat, in dem Fall im Innenraum Ceramis. Und jetzt sehen wir ganz gut, die Schüler sind so toll und helfen hier mit Bepflanzen in den untersten beiden Reihen. Das heißt, innerhalb dieses Substrates wird dann die Pflanze hineingesteckt und verdichtet. Zum Wachstum braucht man natürlich auch entsprechendes Bewässerungssystem. Das ist ganz einfach über Tropfschläuche gelöst. Hier wird in jeder Reihe ein Tropfschlauch durchgezogen. Warum in jeder Reihe? Damit wir eine Gleichverteilung haben vom Wasser. Hier ist ganz speziell es so gebaut, dass wir eine autarke Wand haben. Was heißt autark? Wir haben hier auf einer Hartbetonmauer montiert und keine Möglichkeit, hier Abfluss- oder Frischwasserzuleitung zu bekommen. Wie haben wir das gelöst? Indem wir einen Trog etwas größer gebaut haben am Ende, der einerseits als Abflusstrog dient. Hier sieht man, also etwaiges Überschusswasser wird aufgefangen und gleichzeitig dient es als Wasserreservoir, um mit Tauchpumpen das System zu bewässern. Ihr seht, dass die Bepflanzung relativ flott erfolgt. Also das geht sehr schön. Wir haben auch sehr große Blattmasse schon von Anfang an, damit wir nicht so lange warten müssen auf eine vollflächige Begrünung. Ich würde mir insgesamt wünschen, dass man mehr in den Schulen noch Einzug nimmt und vor allem auch, dass man in den privaten Bereich hier sich kleine, schöne, kompakte Wände zur Luftverbesserung, zur emotionalen Behaglichkeitsverbesserung privat hineinnimmt ins Wohnzimmer. Das wär ganz persönlich mein Anliegen. Und jetzt müssen wir in die Hände spucken und diese Wand endlich fertig machen zum Schulanfang. Kinder, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Danke, dass ihr da wart. War richtig cool. Ich freue mich für uns, für die Kinder, für die Schule und auch für die zukünftigen Grünwandbesitzer, dass wir euch das zeigen dürfen.